So, moin und willkommen zu einer weiteren Runde Scum. Ja, letztes Mal hatten wir uns ja hier ausgelockt und waren jetzt auf dem Weg hier querfeldein Richtung nach Hause. Dann werden wir das jetzt mal in Angriff nehmen. Und ja, hoffen wir mal, dass wir irgendwas wohl finden. Brauchen wir gar nichts mehr. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch nach Hause. Es wäre jetzt zumindest mal schön, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute noch hinkriegen, komplett. Ja, super, jetzt fängt dann an zu regnen. Das wird jetzt natürlich unser ganzes Zeug wieder ein bisschen schwerer. Das, ja. Erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu, ich weiß. So, aber vielleicht können wir ja. Nee, regnet trotzdem noch. Können nur hoffen, dass uns nicht zu warm wird, weil dann haben wir nämlich nachher das ganze Zeug hier, wenn wir irgendwas auspacken müssen oder so, es wird schon heftig. So, kurz, warte. So, 18:07 Uhr, okay. Ja, wir sind schon in den Abendstunden, das ist auch schlecht. Aber ich würde tatsächlich auch mal behaupten, soundmäßig ist hier wieder irgendwie nichts zu hören, oder? Doch, jetzt wieder, juhu. Ich pack das einfach mal hoch, solange wir keinen. So, jetzt hören wir zumindest auch wieder den Regen. Wir sind gleich hier an der Straße, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir querfeldein. Ja, wir könnten es heute vielleicht wirklich querfeldein noch bis nach Hause schaffen. Natürlich Regen. Macht alles wieder schwerer. Wir kommen gleich auch wieder außer Puste. Ja, schon gut. So. So, erstmal kurz Deckung. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt das nächste Mal irgendwie besser mit Auto unterwegs sind oder so. Aber da sich die Zombies ja leider immer noch durch die Palisaden und Wände durchbaggen, also bei selbstgebauten Wänden, ist das leider manchmal echt nicht so lustig. Und wir haben echt noch einiges vor uns, oh Gott, ey. Auf jeden Fall sind die Sachen sowas von durchnässt und gewichtsmäßig so hoch. Weiß ich gar nicht, 38 Kilo, glaube ich, haben wir gerade, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das, ja, das ist auch halt wieder irgendwie so ganz merkwürdig gemacht. Ups. Okay, kein Regen mehr. Doch, jetzt wieder Regen. Okay, hat das vielleicht was mit dem
Ja, sorry. Hat er das vielleicht irgendwas mit dem Dings tut? Kann natürlich auch sein. Mit dem Baum, der da stand. In Z3 haben wir jetzt einen Airdrop. Das ist aber da ganz unten. Das haut auch nicht so hin. Aber wir können auch hier noch querfeld einlaufen. Und was haben wir jetzt hier? 29%, also wieder mal hinlegen. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, keine Ahnung. Also heute müssten wir heute, glaube ich, schaffen, oder? Das hoffe ich mal zumindest so teilweise. Das Problem ist ja auch, wir könnten notfalls noch den Bogen wegschmeißen und die Pfeile für den Baseballschläger. Ja, das kommt jetzt nur, weil wegen. Falls wir das Glück haben sollten, gleich doch noch irgendwie eine Wolfswagen-Tür zu finden. Was ich aber nicht glaube. Warte mal, ich bin. Ach, da bin ich. Ich muss weiter da lang. Da lang geht's doch, danke. Ich war jetzt gerade ein bisschen konfus. So. Ja, wir werden wieder ein bisschen Ausdauer brauchen, wie immer. Aber vielleicht schaffen wir es ja heute wirklich bis nach Hause. Und können das Feld abreißen. Weil das Problem ja tatsächlich ist, ach Mann, ey. Dass nach denen, ich weiß nicht, Woche oder so, die wir jetzt unterwegs sind, wird da definitiv nichts mehr heile sein. Wieder alles vergammelt. So, weiter geht's. Reicht eigentlich, wenn wir hier durch weiterlaufen. Ja, sorry auch dafür, dass ich heute nicht so wirklich gesprächig bin.
wird sich auf jeden Fall demnächst wieder auf jeden Fall ändern. Ich fasse es nicht. Es gibt sie doch noch, die Spezies der wilden Zombies, wenn auch nur ganz einzeln und ja, viel zu selten. Weil kein Zombie mehr weit und breit da. Och Mann, wo. Ich hatte gerade schon gedacht, ich hätte mich verhört. So, wir sind ganz falsch, wir müssen da lang weiter. Irgendwie habe ich mich gerade verlaufen. So, wir müssen in die Richtung weiter. Dann über die Straße rüber und dann sollten wir schon fast ja, hier unten bei uns sein. Gerade was reparieren. Oh, die Schuhe sollte ich vielleicht mal reparieren, ne? Mit 61%. Den Rest, ja, können wir so lassen. Rest brauche ich ja nicht so wirklich so. So. Da ist die City, das heißt, wir sind gleich dran vorbei. Das könnte eigentlich ganz gut hinhauen. Ja, ich werde diesmal nichts mehr looten, das ist, bringt gar nichts. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Stunde hier looten gehen, was aber gar nichts bringt, weil wir komplett überfüllt sind. Ich auch nicht glaube, dass wir da noch irgendeinen anderen Rucksack finden. So, da hinten ist das Flugplätzchen. Das heißt, irgendwo da vorne müsste gleich unser Home kommen. Ah. So, ja, ja, komm, wir legen uns ja schon hin. Home Sweet Home ist bald da. So.
So, wir kommen jetzt gleich da an die Straße und dann sind wir schon fast zu Hause. Ich finde das super. Dann haben wir es halt doch in einem durchgeschafft. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Aber noch sind wir nicht da. Von daher. Komm, lad die Ausdauer hier auf, zack ich weiter. Ich will nach Hause. Ich will in mein Bett. So, ganz ehrlich, wir laufen oben lang. Ich möchte jetzt auch nicht hier durch die Ortschaft und dann querfeldein. Wir hüpfen einfach jetzt mal da hoch. Ah. So, hier außen dran vorbei. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal gucken bei Gelegenheit, wie es mit ja, unseren Klamotten aussieht. Also hier mit reparieren. 67%, okay. Auto ist noch da. Ja, das hier ist natürlich alles jetzt. Ja, wir sind auf jeden Fall zu Hause. Home sweet home und so. Oh Gott, ey. Das Teil können wir. Nee, weiß ich nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Das sind auch Baseballschläger und sowas. Das ist doch schön. So. Das haben wir. Nee. Ach so, das ist hier unsere Knöckkiste, genau. 38. Wo ist sie? 30. Obwohl, den 30er lassen wir mal hier. So, 38. Was ist das? Ein Dreier. Dann bleibt er doch hier hin. 5, 6er. 2 von 3. Gut, soweit alles gut. Dann da, nein, Futter ist hier. Gucken wir nochmal. Wir haben Sellerie, das kriegen wir hier in ganz viel zum Kochen, sorry. Mustard da, Zucker hätten wir da. Ja, da müssen wir den doch da runterpacken, weil wir haben da noch einen Ketchup. Das da. Da hätten wir sogar noch einen Reis. Reis, Salz haben wir auch noch.
Das ist okay. Käse hatten wir, Sahne haben wir. Läuft ja alles. Wir müssten nur mal gucken, dass wir jetzt vielleicht bei Gelegenheit dann auch mal einen Kühlschrank kriegen. Pilze? Sehr schön. Paprika, Paprika musste ich, warte, genau. Samen sammeln. Wir hatten noch kein Paprika. Deshalb wollte ich Paprika jetzt gleich einpflanzen. Und Brokkoli. Ach, guck mal, wir haben sogar noch Pfeffer, dann müssen wir doch hier so. Na toll, Server Restart 5 Minuten. Ja, aber das ist schon in Ordnung, finde ich. So, das Ding kommt einfach mal da rein. Das ist meine Werkzeugkiste. Ja. Das Ding würde ich tatsächlich mal damit reinschmeißen. Das da rüber, das dahin, das da, das da. So, das haben wir übrigens. Oh Gott, wo hatte ich denn jetzt die Kiste? Ja, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ist er auch nicht, ne? Nee. Oh Mann. Ist auch nicht. Nein. Ja, eigentlich schade. Irgendwo sollte das jetzt drin sein, aber ne, hier auch nicht. Ne, 4 Minuten, okay. Durchsuchen. Was haben wir denn hier? Spinat, oh Gott. Ich glaube, Spinat hatten wir noch nicht so oft. So, dann können wir hier. Nein. Was macht der denn hier? Unkraut entfernen, mein Gott. Wir nehmen jetzt erstmal das hier in die Hand. So. Unkraut entfernen. Pflanze entfernen. Pflanze entfernen. Ich glaube, das war auch Spinat. Von daher. Durchsuchen. Samen sammeln. Auch hier sammeln. Sehr schön, obwohl Kartoffeln hatten wir, glaube ich, schon genug, ne? Pflanze entfernen. Unkraut entfernen. Wo habe ich denn jetzt die? Da liegt sie. Packen wir da rein. Sonst haut das auch wieder nicht hin. So, hier entfernen. Und Unkraut entfernen. Und wahrscheinlich ist dann auch gleich der Server weg. Das ist, ja. Der nächste Server. Wir machen jetzt erstmal hier wieder Beet ganz. Morgen dann vielleicht was ein neues einpflanzen. Morgen sind wir auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, beim Auto unterwegs. Oh, Scheiße. Wir suchen, was ist denn das? Knoblauch, Knoblauch hatten wir genug. Pflanze entfernen. Unkraut entfernen. Das ist geil. Ich kann hier Pflanze entfernen, aber ich kann irgendwie nichts. Ne? Nichts durchsuchen. Gab es hier gar keine Pflanze oder was? So, warte. Unkraut entfernen. Mal gucken. Doch, da ist doch eine Pflanze. Aber man kann sie nur entfernen anscheinend. Naja, schade. Ach.
Dann gucken wir uns das hier weiter. So, wir machen einfach jetzt hier weiter, bis Server weg ist. Und dann starten wir hier morgen neu. Na, ihr wisst natürlich auch, ne, wie ich danke euch schon mal auf jeden Fall dafür, dass ihr zugeschaut habt, dabei wart. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst mir gerne auch ein Abo da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir Quatsch umgekehrt. Lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. So ist das genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen. Was haben wir heute? Dienstag? Mittwoch? Keine Ahnung. 16.04. ist der Dienstag, ne? Mittwoch. Ne, heute ist. Oh, ich habe keine Ahnung mehr, was heute ist. Ich glaube, heute ist Dienstag. Genau, bleibt gesund. Hört euch nicht so an wie ich. Das wäre nämlich nicht so toll. Und ja, bleibt wie gesagt fit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. Und ich hoffe, dass es mir dann schon ein bisschen besser geht. Und ich dann auch wieder ein bisschen mehr quatschen kann. Ohne dass mir der Hals kratzt, meine Stimme versagt und keine Ahnung. So, also wir haben es tatsächlich noch geschafft, komplett das Beet leer zu machen. Ich werde dann aber jetzt auch hier beenden, weil eigentlich müsste jetzt gleich. Moment. Ah, sorry. So, das sollte jetzt eigentlich nicht sein. Ich bin dann jetzt auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal ciao. Der Falli.